Hey Freunde des ungebändigten Matches und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Spin Tyrus. Und heute haben wir mal ein kleines Duell vor. Und zwar habe ich mir heute einfach mal zwei Sportwagen rausgesucht, die ich gegeneinander antreten lasse. Was die Dinger wirklich können, keine Ahnung, was die Modder da gemacht haben. Ich kann es euch nur nicht sagen. Als allererstes haben wir einen schnieken Chevrolet Camaro in der aktuellen Ausführung. Ist ja wirklich ein richtig schönes Modell in Sachen Muscle Car. Okay. Eigentlich Muscle Car, aber Muscle Car kann man auch als Sportwagen auslegen. Also in jedem Fall. Ja, amerikanische Bauart, schöne Sache, guckt ihn euch an. Wirklich schön bullig das Gerät, schnittig designt, geile Sache. Ich stehe auch so ein bisschen auf Muscle Cars, ne? Also so ein schöner Ford Mustang oder so, das wäre auch genau das Richtige für ihn heute. Aber naja, er kann es sich halt nicht leisten. Scheiße. Na gut, Freunde, dann starten wir mal den Motor. Da hören wir schon so ein wirklich eigenes Soundmodell, scheint er nicht zu haben. Also der Sound kommt mir bekannt vor. Naja, gucken wir mal, wenn er fährt. Ne, das ist definitiv kein eigenes Soundmodell. Na gut, was soll's. Gehen wir erstmal ohne Differential, weil Allrad haben wir ja nicht bei den Kommen. Ist ja logischerweise Chevrolet, Ami-Kiste, Heckantrieb, ne? Die haben da bloß eine Differentialsperre. Aber ohne alles gehen wir jetzt erstmal auf die Trockenpiste drauf und dann gucken wir mal, was er so kann, was er so taugt. Naja, bis jetzt... Sportwagen definiere ich anders, sage ich mal einfach so. Der ist da so ein bisschen behäden, Alter, und kommt also nicht so wirklich aus den Knitten. Ich hau das Differential mal rein. Vielleicht kommt er ja dann besser aus dem Tee. Aber sieht auch nicht wirklich so aus. Oder? Jetzt? Vielleicht? Irgendwann mal? Er holt Schwung. Er holt Schwung. Er ist im vierten Gang. Er hat Schwung. Wir scheiden mal in die Plusgänge rein. Ja, naja, naja, naja. Also den Anhauch von Geschwindigkeit... Hat er. Aber ich sag mal so, ein Hauch von Geschwindigkeit tut sich gerade entwickeln, aber das Wahre ist das jetzt so nicht unbedingt. Also, naja, Sportwagen definiere ich da anders. Es müsste da schon mal ein bisschen schneller gehen. Ja, super. Jetzt hängen wir hier ein bisschen an dem Ast fest. Wunderbar, da haben wir uns nochmal befreit. Dann würde ich auch mal sagen, testen wir den mal in dem nicht ganz so tiefen Matsch hier vorne. Mal sehen, wie er damit klarkommt. Ja, das sieht aber gut aus, das sieht aber gut aus. Also im zweiten Gang hat er sich da akkurat durchgewirkt, ohne Probleme. Schönes Ding, also Match und Offroad-tauglich scheint er damit schon mal zu sein. Aber mit der Endgeschwindigkeit, da stimmt es nicht so ganz. Also da hätten die Modder ein bisschen mehr machen müssen. Der hätte ruhig ein bisschen mehr abgehen können, in jedem Fall. Da waren sie ein bisschen vorsichtig, die Jungs. Ein bisschen dolle vorsichtig, würde ich mal sagen. Aber das ist auch noch eine sehr frühe Version von dem Teil hier. Also das ist sozusagen die erste Version des Mods, die rausgekommen ist. Also da kommt später definitiv nochmal mehr. Hoffe ich jedenfalls mal. Und dass es denn da auch, sag ich mal, ordentlich Power gibt. Ordentlich Endgeschwindigkeit. Wir müssen heizen. Ja. So, jetzt geht es hier durch den mittelmäßig tiefen Matsch durch. Wir sind noch in dem Plusgang. Und er fühlt sich da wirklich souverän durch. Also da kann man nicht meckern. Hört jetzt hier nicht rum, hohoho, der Motor ist überdreht, ne, überdreht wäre ja zu schnell, unterdreht, ne. Also zu viel Drehmoment auf so wenig Drehzahl. So, jetzt hüpfen wir hier nochmal über die Steine rüber. Schön ist ja auch, die Karre ist unzerstörbar, hier unten. Da könnt ihr mit machen, was ihr wollt, der geht nicht kaputt. Und dann können wir hier noch andere Räder aussuchen. Da haben wir einfach mal die Standardräder. Das sind dann halt so eine schwarz-Tiefbettfelgen hier so ein bisschen. Sieht ganz cool aus. Sieht jedenfalls ganz cool aus. Auch die Zollgröße gefällt mir. Ich denke mal, das ist so 1920 Zoll. Das ist natürlich echt schon geil. Und dann haben wir halt die Offroad-Wheels. Das sind so fünfspeichig. Eigentlich genau dasselbe. Aber Offroad-Wheels sind das nicht, weil guckt euch mal die Reifenhöhe an. Also das sind maximal schöne Straßenräder. Aber keine Offroad-Wheels, ja. Also das ist hier mehr Offroad. Junge, 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 Junge. Also eine Bordsteinkante würde ich mit den Schlappen hier nicht hochfahren. Da sollte man schon vorsichtig sein. Naja, gut, was soll's. Motor unterdreht, ja klar. Schalten wir mal wieder zurück in die normalen Automatikgänge und dann geht's mal auf unsere Standardpiste. Dann testen wir den Karten jetzt mal im tiefen Matsch. Und hier sehen wir auch schon so tiefgelegt, wie das Ding ist. Der reißt hier einfach mal den ganzen Dreck hoch, weil das ja hier so ein bisschen hügelig ist. Das ist ja normal so bei Landstraßen, ne? Da, wo die Räder langfahren, da hauen sich die Forken rein und in der Mitte, da bleibt dann so ein riesiger Berg, wo man wirklich aufpassen muss, dass man nicht aufsetzt. Damals war ich mal, wo ich noch jung war, mit meinem tiefer gelegten 3er Golf, da musste ich bei so einer Straßen auch mal extrem aufpassen. Das ist mir zweimal passiert, da bin ich einfach mal stecken geblieben. Ja, da haben alle vier Räder in der Luft gestanden. Ich konnte gar nichts mehr machen. So eine Scheiße, Junge. Da muss ich das Teil wieder runtertragen. Das war ein Scheiße. Und der ganze Unterboden kaputt. Junge, Junge, Junge. Also ich liege nie wieder ein Auto tiefer. Da bin ich von ab, da bin ich geheilt. Ja, Freunde, jetzt sind wir hier durch die erste tiefe Matschpiste durchgefahren. Die hat er auch super genommen. Also wirklich erstklassig, muss man sagen. Auch wenn die Karre so nicht aus dem Tee kommt und einfach mal hier den kompletten Dreck hochreißt mit Modder, kann er um. Also das muss man den ganzen Sache lassen, ne? Jetzt geht es hier nochmal ein bisschen über die Stöcker rüber. Na, da hat er leichte Probleme, aber auch die schafft er.
Dann lenken wir mal rechts ein. Wollen wir mal hier den Matschberg hoch. Na, da sah es jetzt kurz so aus, als ob er sich festfahren tut. Aber er ist noch im Gange. Er ist noch definitiv im Gange. Er zieht, er zieht, er zieht, er zieht durch. Jawohl, ja. Guckt euch mal an, mit welcher souveränen, konstanten Geschwindigkeit der hier den Modderberg hochfährt. Na, ist das nicht übel? Ist denn das nicht übel? So was Geiles, so was Geiles. Also ich hätte jetzt weniger erwartet vom Sportwagen. Also zumindest in Gelenktauglichkeit. Also der hat sich so ein bisschen gedreht hier, der Chevrolet, muss man sagen. Man dachte jetzt eigentlich, oh, tiefer gelegt und so. Und oh, Sportwagen, der wird ganz schön Power haben, ganz schön nach vorne gehen. Aber die Lende bleibt da dann stecken. Aber nix ist, genau umgedreht ist es. Der kommt mit mir Lende super klar, aber sportlich ist er nicht. So, gucken wir uns nochmal an, wie die Schwimmeigenschaften sind. Naja, tut sich da ein bisschen schwer mit dem Wasser, kommt da nicht so richtig mit den Wassermassen klar. Kann sich da nicht so wirklich durchkämpfen. Naja, aber er gibt alles, er gibt alles. Das Coole ist ja, er nimmt keinen Schaden. Man könnte rein theoretisch, wenn die Karre mehr Power hätte und besser gegen das Wasser einkämpfen könnte, bis in den Atlantik wahrscheinlich reinfahren mit dem Teil, aber hier ist dann auch Schluss. Tja, Freunde, das war denn also der erste Duellant von unserem heutigen Sportwagen-Duell. Oh, jetzt haben wir einen Schaden gekriegt, okay. Mit dem Unzerstörbar, ich nehme alles zurück, so ist das nicht, die Karre ist jetzt kaputt. Aber gut, das war jetzt wie gesagt unser erster Duellant in unserer Sportwagen-Challenge heute. Und den zweiten, den seht ihr gleich. Bis gleich. So, meine Schlammschlachter, da sind wir zurück zur zweiten Mod-Vorstellung heute und damit auch dem zweiten Challenger und das ist ein Mitsubishi Lancer. Ist ja auch ein selten geiles Sportgerät, gibt es ja auch als Lancer Evo, der hat dann richtig Power. Also da müsst ihr echt vorsichtig sein, wenn ihr euch mal so ein Auto kauft, ne, und mal die Gelegenheit kommt, so ein Teil zu fahren. Die gibt es bis zu 900 PS, die drücken euch richtig schön den Arsch weg, die Teile. Gut, Freunde, dann würde ich mal sagen, starten wir mal den Motor. Und da hören wir schon, der hat ein eigenes Soundmodell, sieht auch selten geil aus, wie die Auspuffrohre so zum Anfang, wenn der startet, so noch hin und her vibrieren. Schön gemacht, ich muss mal meinen Kopfhörer ein bisschen weiter nach vorne ziehen. Oh ja toll, hört sich fast an wie ein Achtzylinder, aber ich glaube, der Lancer hat keinen Achtzylinder drin. Ich glaube, ich weiß es nicht genau, da müsste ich mich nochmal schlau machen, das ist auf 6 Zylinder aufgebaut. Nehmt das jetzt aber nicht für eine volle Münze. Kann sein, dass es anders ist. Hätte ich mich vorher nochmal schlau machen müssen. Tut mir jetzt ein bisschen leid. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen hier die Mods miteinander vergleichen. Und deswegen starten wir jetzt mal unseren Lancer hier. Brüllen tut er schon mal wie ein ganz großer. Aber nach vorne kommt tut er wie ein ganz kleiner. So richtig Power hat er nicht. Der schreit zwar, als ob er hier gleich abgeht wie eine Rakete, aber irgendwie bleibt die Rakete denn nur ganz schön aus. Ja, oder jetzt sind wir im vierten Gang. Ich mache mal das Differential und Allrad an. Also ohne Differential und Allrad tut er doch ganz schön hin und her wackeln. Mal sehen, ob wir mit Differential und Allrad hier irgendwie auf Geschwindigkeit kommen. Ja, also langsam kommt es mir vor wie so 90er Jahre Tuning. Keine Power im Motor, aber ein riesen Auspuff drauf. Und deswegen hört die Karre sich einfach mal übelst brutal ein. Aber nach vorne gekommen ist er null. Und dann am besten noch mit 60 PS 300 Schlappen draufziehen. Einmal frei. Gab es einen Heinzleben, der das mit seinem Opel Corsa gemacht. Akkurat, die Karre ist noch maximal 40 gefahren. 45 PS hat der bloß, ja. 45 PS. Und dann hat er so einen riesen fetten Schlappen drauf. Ja, das waren keine 300er, das waren 50er, waren das bestimmt. Der ist überhaupt nicht mehr nach vorne gekommen. So, und jetzt sehen wir hier. Boah, im siebten Gang, da kriegt er dann doch richtig Feuer, der Kollege. Da geht er ordentlich nach vorne. Ich probiere es jetzt mal mit dem Plusgang, ob er da auf Geschwindigkeit kommt. Nee, überhaupt nicht. Also er muss in der normalen Gangschaltung bleiben. Und dann geht er plötzlich richtig nach vorne. Dafür brauchte ich eine richtig, richtig schöne, schnieke, gerade Strecke. Ansonsten blockt es den Kollegen einfach mal und da passiert gar nichts mehr. Also bis er aus dem Tee kommt, braucht er echt ewig. Wahrscheinlich ist das die Triebe hier in den unteren Gängen komplett nur auf Drehmoment gemacht worden, währenddessen dann auf den oberen Gängen alles nur auf Drehzahl liegt. So kommt es mir hier vor, weil erst so ab dem 5., 6. Gang kriegt der dann wirklich Power und geht mal richtig nach vorne. Vorher dauert es ja ewig, ey. Vierten? 5., 6., 7. Jawohl, jawohl. Weiß aber, ein bisschen mehr könnte da auch kommen. Also, naja. Der Geschwindigkeitsrausch, der stellt sich da auch nicht wirklich ein. Jetzt testen wir erstmal die Matscheigenschaften. Gehen wir erstmal in den flachen Matsch hier rein. Mal sehen, wie gut er damit klarkommt. Naja, souverän. Hat er gar keine Probleme mit gehabt, jetzt der Gute. Ja, wollen wir doch mal gucken, wie gut er mit dem Matsch da hinten klarkommt. Rum, Junge, rum und renne den Motor. Der ist jetzt hier mitteltief und wir haben ja eigentlich Differential und Allrad. Also normalerweise müsste er richtig gut im Schlamm klarkommen. Hm. Ja.
Boah. Also trotz differenzieller Eirheit wirkt er sich hier nur sehr, sehr mittelmäßig durch den Schlamm durch. Es bleibt auch nicht souverän bei einer Geschwindigkeit. Drückt den nicht so richtig weg, den Schlamm. Hat da echt ein bisschen Probleme. Hätte ich es nicht erwartet. Hätte ich jetzt definitiv überhaupt nicht erwartet. Nee, da kommt er nicht richtig nach vorne. Also Schlamm ist nicht so seine Sache. Da war der Camaro definitiv besser. Also der hat ja trotz nur Heckantriebes den Schlamm so richtig gut weggeschneddert, ne? Also akkurat. So, über die Steine rüber, die hat er auch gut genommen. Unzerstörbar ist der Kern übrigens nicht, der kann bis 800 Schaden ab, wobei 800 Schaden auch ganz schön krass ist, ne? Und jetzt gucken wir mal, im Gegensatz zu dem Camaro haben wir null Anbauteile. Gar keine. Schade. Also im Endeffekt bis jetzt muss ich sagen, Pluspunkte für den Lancer hier, eigener Sound, ne? Wobei das selbst, also das Model so an sich nicht so schön designt ist wie der Camaro, muss man sagen. Also in den Camaro konnte man ja noch reingucken und alles. Das ist hier beim Lancer nicht so. Auch die Kamera, die ist hier nur über die Motorhaube dann so geschwenkt. Also ein direktes Cockpit hat man sich ja wahrscheinlich komplett gespart bei dem Mod. Also wie gehen wir jetzt erstmal so im Zwischenstand aus? Camaro Offroad besser, der Lancer etwas schneller. Ein schönes Soundmodell. Camaro kein so schönes Soundmodell. Also bis jetzt so plus minus null für beide. Obwohl der Lancer jetzt schon wieder minus sieht, weil keine Anbauteile. Aber okay, der Camaro, der könnte sich zwei verschiedene Räder draufziehen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt so der Hammer gewesen, ne? Also sagen wir hier bis jetzt einfach mal Gleichstand. Jetzt heizen wir mal hier auf unsere Standardpiste. Und dann bin ich doch mal gespannt, wie gut der Lancer hier mit dem tiefen Schlamm klarkommt. Jetzt haben wir hier vorne gleich unser tiefes Schlammfest. Wir ballern da auch mit richtig Geschwindigkeit rein, ziehen wir am besten noch ein paar allzuwettige Gummibäume nieder und jetzt sitzen wir im tiefen Schlamm. Und wie gesagt, die Karre hat Differential und Allrad. Der Camaro hatte nur Differential auf der Heckachse. Aber bis jetzt kommt er mit dem tiefen Schlamm wirklich gut klar. Also wo ich hier vorhin den mittleren Schlamm gesehen habe, da habe ich ja gedacht, oh, die tiefe Schlammpfütze, die wird das Ende hier für die Karre. Aber er kommt ganz gut klar, obwohl man da im Endeffekt auch sagen muss, der Camaro kam besser klar. Aber na gut, man kann ja nicht alles haben. Ne? Hauptsache, er schafft es hier aus dem Schlamm rauszukommen, dass er nicht stecken bleibt, das ist erstmal das Wichtigste. Aber es dauert mit den Kollegen, es dauert. Ich versuche jetzt hier einfach mal ein bisschen an der Seite zu fahren. Hier links ist ja die Straße doch etwas mehr befestigt, da kann man ein bisschen mehr Grip kriegen und kommt dann auch schneller aus dem Schlamm hier raus. Ach so, mal kurz gerüstet und die Stimmenbänder wieder freigemacht. So, ja, komm, jetzt hier, Stoff. Oh, Leute. Aber wenn man festen Boden unter den Socken hat, dann muss man ehrlich sagen, dann geht er wirklich richtig gut ab. Der braucht echt nur richtig festen Boden. Dann zieht er wie eine Eins, der Kollege. So, jetzt sind wir hier in der Steilschlammpfütze. Da wird es dann auch schon etwas problematischer für unseren Lancer. Der versinkt da so richtig tief drin. Also der hat da einen ordentlichen Bauchklatscher gemacht. Ah, Kollege, na, aber jetzt hat er sich nochmal gut aus dem Schlamm befreit. Jawoll, geht hier super souverän durch den Schlamm jetzt durch. Wunderbar, so habe ich mir das gedacht. Jetzt auch hier gar keine Probleme. Also da überrascht er bei der Steilschlammpiste. Da überrascht er echt. Also meine Güte, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass der so gut klarkommt. Naja, Freunde, dann müssen wir mal noch die Schwimmeigenschaften testen. Mal sehen, wie tief der ins Wasser reinkommt. Schauen wir mal. So, Junge, komm, gib mal richtig Gas. Holen wir nochmal richtig Schwung. Kannst du vielleicht noch Pluspunkte erhaschen hier im Wasser. Aber, ganz, ganz großes Minus. Ganz, ganz großes Minus, muss man sagen. Also, das habe ich ja noch gar nicht erlebt. Der Kern geht noch nicht mal ansatzweise ins Wasser rein. Als ob der wie so eine Katze so wasserscheu ist, weißt du, so kaum ein bisschen nass, so, nein, hier will ich nicht rein. Und scheinbar hat er auch so einen leichten Flipflop-Lack dabei, der, wenn er nass wird, seine Farbe ändert. Sieht jedenfalls so aus. Naja, komisch. Also fassen wir mal zusammen, Freunde. Der Camaro kein eigenes Soundmodell. Der Lancer ein eigenes geiles Soundmodell. Camaro vom Model her schöner. Der Lancer ein bisschen, naja, eintönig, oberflächlich designt, wenn ihr mich fragt. Dann der Camaro, sag ich mal, in der Endgeschwindigkeit scheiße, da der Lancer wesentlich besser. Im Schlammverhalten, der Camaro vorne, aber nur leicht. Der Lancer hat dann doch zum Schluss noch richtig gut überzeugt. Muss man einfach mal so sagen. Ja, Anbauteile, okay, der Camaro ganz leicht vorne, da man die Räder ändern kann. Und ansonsten,
Auch im Wasser ist der Camaro weiter vorn. Also mein persönlicher Sieger ist der Camaro. Der Lancer hat mich jetzt nicht unbedingt überzeugt, aber naja, es fehlt ihm nicht so viel zum Gleichziehen. Sagen wir es einfach mal so. Wie ihr darüber denkt, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben. Ich mache jetzt erstmal wieder Schluss für heute. Wie immer würde ich mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, über ein Like und ein Abo tue ich mich immer riesig freuen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Habt eine schöne Zeit und ciao.